246 Fahrer eine Strecke den Berg hinauf, startfrei. Beim Bergrennen in Landshag fahren die Piloten auf der Bundesstraße, die eigentlich für den öffentlichen Verkehr ist. Heute gibt's hier aber keine Tempolimits. Die Faszination für die Fahrer, wir haben den schnellsten Berg Europas, das ist natürlich eine spannende Geschichte. Und für die Zuschauer, ich glaube, die Menschenmassen, was uns jetzt bei dem tollen Wetter auch besuchen, machen es ein bisschen greifbarer. Die Nähe und die Faszination einfach von einem Bergrennen. Und das ist das Schöne, dass man das alles in einer Kombination zusammenbringt. Über 3,6 Kilometer geht's mit den Motorrädern von Landshag nach St. Martin. Durchschnittliche Geschwindigkeit 186 km/h. Grundsätzlich ist jeder, der sich beim Bergrennen oder beim Roadrace-Event aufs Motorrad sitzt, weiß, was er tut. Und ich muss natürlich auch wissen, was ich mir zutraue. Und eine Rettung ist meistens innerhalb 60 bis 90 Sekunden am Unfallort. Somit glaube ich, ist Bergrennenfahren sicherer als wie auf der Straße. Die Strecke fahren die schnellsten Piloten in rund 1:10. Der Topspeed an manchen Passagen um die 222 km/h. Dass man da so schnell dran ist, das weiß man dann erst, wenn man sich die Videos anschaut oder wenn man das im Fernsehen sieht. Sonst kriegt man das so nicht mit. Das ist, man fährt gegen die Zeit. Alle fahren gegen die Zeit und da sind alle Gegner und dann ist das eine Konzentrationsgeschichte. Wer kann sich am besten konzentrieren? Wer macht die wenigsten Fehler? Vor dem ersten Mal aufgefahren, jetzt mal bei der Veranstaltung, da wache ich in der Früh auf und dann kriegst du gleich das Gefühl, wenn du beim Häuserleck durchfährst, wenn es leicht wird, wenn das Motorrad abhebt, denkst du, wow, das ist schnell. Das ist richtig geil. Und da geht es dann auf 300. Angst vor Geschwindigkeit oder vor Unfällen ist hier definitiv fehl am Platz. Angst hat doch keiner, der da rauffährt. Dann fährt er nicht rauf. Respekt, vor allem Respekt braucht man. Gute Vorbereitung und eine Konzentration. Mir wird immer extrem schlecht vorher Atemübungen machen oder irgendwas, dass man sich nicht selber irgendwie beruhigt und dass man dann fokussiert ist und dass man sich dann konzentrieren kann. Also man darf da jetzt nicht einfach rauffahren und sagen, da fahren wir jetzt Kopf über, Vollgas. Man muss schon Respekt haben. Es sind halt die Aha-Momente, wenn es mal kurz wegrutscht, dann tut man sich gleich wieder konzentrieren und dann, wenn man durch das Ziel gefahren ist, denkt man sich, boah, hart, das war jetzt an der Grenze. An ihre Grenzen gehen Fahrer und Maschinen hier alle. Selbst die Jüngsten im Starterfeld. Das Bergfahren ein anderes Rennen als auf einer professionellen Rundenstrecke. Ja, Randsteiner, Strohballen, das muss man natürlich alles beachten, hat man alles am Ring nicht. Und der Reiz ist ein ganz anderer, weil Zuschauer da sind. Man fühlt sich richtig, wie wenn man der Schnellste und der Beste war. Egal wie schnell, dass man da rauffährt. Biker und Zuschauer sind in Landshag eng beisammen. Die Helden auf zwei Rädern feiern mit den PS-Fans zusammen. Beim schnellsten Bergrennen Europas.